Servus, meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu der gemütlichen Folge This Land is My Land mit dem Voucher und mit unserem Nameless. Wie angesprochen an Ort und Stelle, hier machen wir weiter, Leute. Bin ich da oben? Bin ich da oben? Ich bin echt da oben. Oh, das überfordert mich jetzt gerade mal ganz tierisch. Ach, dann sind wir praktisch hier halt einfach an dem Spawnpunkt. Kovantan. Ich möchte aber eigentlich erst heim, bevor ich hier. Wir gehen zurück zum Camp. Jetzt pass mal auf. Machen wir mal Folgendes, Leute. Ich guck mal, ob ich irgendwas craften kann. Wir brauchen noch 5 Holz. Was zeigt's denn jetzt auf der Map alles an? Das habe ich markiert und das ist praktisch die Geschichte. Und hier, point to close to travel to it. Also ich kann mit einer Schnellreise. Das macht auch Sinn. Wir machen eine Schnellreise eben. Damit ich mich aufbauen kann, bevor ich jetzt hier Scheiße baue, ne? Warte mal, geschwind. Ich möchte nach Hause. So. Travel to. 7 Stunden, dann ne? Wird es auch wieder hell. Hammergeschichte. Viel gelernt gestern. Gehe nie mit 10 Pfeilen los und probiere nicht mit 2 Kugeln noch alles zu reißen. Vor allem, wenn man noch nicht fit ist, ne? Aber das kommt ja. So, meine Freunde, seid ihr denn noch alle da? Das wäre mal viel wichtiger gerade zu wissen. 3 von 10 sind im Camp. Einer rennt hier rum. Ich frage mich nur. Warum der Kollege? Was hat er mit den Pfeilen gemacht, ne? 32 Pfeile sind hier drin. Die nehme ich mir mal. Dann kriege ich das Camp auf jeden Fall ausgeräumt. Sehr, sehr schön. So, Leute. Dann sind wir auch wieder fit, oder? Hier ist alles klar. Ich habe ein paar Punkte verloren. 10,6% ist schade. Wir gehen hier hin. Und jetzt müssten wir normalerweise die Quest auch haben. Take Revenge. Dann kriegen wir 206. Show Map, Cancel, Tracked. Gehen wir hin. Jetzt räumen wir auf, Leute. So, ich muss nur gucken, dass ich meinen Bogen. Ich habe keinen Bogen. Au, oh, das kann natürlich sein. Das kann natürlich sein. Ich habe alles verloren. Mein Leichnam wird da irgendwo rumliegen, ne? Dann brauche ich erst einen Bogen, Leute. Das heißt, wir müssen erst ein bisschen looten. Aber das Flachs und Holz, was ich brauche, hole ich drüben. Naja, dann hat er mir alles verloren dadurch, ne? Vielleicht liegen wir ja noch. Ich habe ja nur einen Cut gemacht gestern, ne? Ich habe ja nicht wirklich viel Zeit ins Land streichen lassen. Jetzt gucken wir mal. Dann hätten wir ja tatsächlich schon eine Rächermission erledigt, wenn es hinhaut. Es sei denn, die anderen von dem leben wieder. Das werden wir jetzt sehen. Parilla. Du Drecksack. Dich holen wir jetzt. Wenn ich mir noch einen Bogen bauen kann. Ansonsten können wir es vergessen. Ich bräuchte Flachs und Holz. Da vorne steht schon mal Flexle. Hasorum ist ja schön. Dann hast du ja auch gleich noch was für die Zukunft, wenn du doch mal stirbst, ne? Ich bräuchte allerdings Mats. Ja gut, die Zeit nehmen wir uns jetzt. Wir müssen es ja rausfinden. Ich bin persönlich am fröhlichsten drüber, dass mein Indianer noch lebt, der da farmt, ne? Der da. Auch wenn er nur 5 Pfeile dabei hat. Was interessant wäre, kann ich den vielleicht auch abstoppen, den Cancel? Ich weiß nicht, ob man die nochmal abgestoppt kriegt, ne? Weil der läuft jetzt ständig weiter, ohne dass ich was mache. Und hat halt mit der Zeit immer weniger Pfeile jetzt. Läuft da vorne einer? Da vorne rennt einer. Es könnte aber meiner sein. Ja, ist meiner. Das heißt, der farmt uns gerade das Holz weg. So, wie viel brauche ich noch? 6 Holz und 2 Flachs, Leute. Das ist halt viel. Gerade am Anfang ist es halt intensive Farmgeschichte. Wenn die später das Zeug besorgen für einen, ist ja alles gut, ne? So. Und dann habe ich gelernt, dass es beim Flachs tatsächlich oftmals auch Holz gibt gleichzeitig. Da muss man dann ein bisschen genauer schauen. Ich will jetzt dann den Typ platt machen. Ich will mir die Skillpunkte holen. Aber ich habe echt gelesen, man kann nicht sterben und die kriegen die Skillpunkte. Also man lebt zwar wieder durch Respawn. So wie es in den Spielen halt immer so ist. Und kriegt dann die Rächerquest. Das ist gut zu wissen. Da vorne sehe ich einen abgetrockneten. Hier ist ein Holz. Hier ist ein Flachs. Dann haben wir hier noch ein Holz. Wie viel habe ich denn jetzt? Was fehlt noch? 3 Holz fehlen uns noch. Flachs haben wir genug. Das kriegen wir jetzt auch noch zusammen irgendwie. Hier steht wieder einer. Waren 2er sogar. Hinten steht einer und da oben, glaube ich. Aber den nehme ich da hinten. Den sehe ich auf jeden Fall.
So, Leute, den nehmen wir gleich mit. Ich muss ja auch noch Pfeile machen. Aber ich habe 32, gell? So, endlich ein Bogen. Sehr schön. So, jetzt können wir uns rächen gehen. Jetzt können wir uns rächen gehen. Das machen wir jetzt auch. Ja, wir müssen dahinter auf jeden Fall. Ich guck mal, ob ich hier durchkomme. Ich hoffe, der ist alleine. Kommst du hier durch? Wow! Der Himmels, so kenne ich dich ja eigentlich. Sehr gut, sehr gut. So, Leute, noch 150 Meter. Dann werden wir sehen, ob wir unsere Rache bekommen oder nicht. Seid ihr da? Also ich muss sagen, freue ich mich jetzt, dass wir gestorben sind. Dann sehen wir mal, wie das mit den Rächer-Quests da abgeht, ne? Ich farm trotzdem gleich ein bisschen Zeug mit. Und ich muss ins Camp zurück. Ich muss den anderen irgendwie abstoppen. So, da vorne ist das Zelt. Ich sehe auf jeden Fall einen. Ich gehe mal runter. Jetzt habe ich 32 Pfeile, volles Leben. Aber wenn wir das jetzt nicht schaffen, dann sollte ich eventuell Tetris spielen gehen. Der ist auch alleine, ne? Der hat also keine Kumpels gekriegt bis jetzt. Ich gehe bis ins Gebüsch vor. Ich hätte so gerne so einen Dolchangriff, wo man von hinten dann einfach, weißt du, den meucheln kann. Wo ist er denn jetzt? Der Sack. Hat mich aber nicht wirklich gesehen, der Junge. So, Leute. Jetzt. Jetzt ist eine Chance. Und schieße ich dir halt den Bauch, wenn ich deinen Kopf nicht treffe. Noch zwei Schuss, ne? Jetzt. Completed. Ja, geil. Ist das super? Also selbst wenn du dann stirbst und den Anlaufweg nochmal hast, ist nicht ganz so tragisch, weil dann kriegst du durch die Tötung hier die Geschichte nochmal. Guck mal, wie viele Punkte wir jetzt haben. 500. Sollte man sich ja fast immer mal killen lassen, oder? Hast du hier eine Suppe drauf, die ich nehmen kann? Add Gunpowder Campfire Explode when lights on. Light off. Zieh den mal weg. Ich habe das Gefühl, der liegt auf dem Blut drauf. So, mein Freund. Hier können wir dein Köpfchen. Nein, machen wir natürlich nicht. Ich droppe den jetzt hier einfach mal hin. So, Alter. Weiter geht's. Alles untersuchen. Ich weiß nämlich nicht, wo man überall was macht. Guck mal, da ist sogar das Blut. Die Erde ist getränkt mit Blut. Schlafsäcke kann ich nicht, aber hier ist eine Kiste. Oh, ist da viel drin. Nüsse, Fisch, Wolfspelz wieder. Zwei Pfeile sind drin. Nehme ich alles mit. Ich kann es tragen. Sehr schön. Wenn ich das jetzt anmache, verändert sich dann auf der Map was? Nö. 0,8%. Wir haben noch nicht wirklich was zurückerobert, ne? Ich mache das jetzt aus, das Ding. Die brauchen hier nichts zum Essen. Zack. Gunpowder müssen wir uns merken, wenn wir die Gunpowder haben, dass wir das Ding dann explodieren lassen können oder so, ne? So, hier noch reingucken. Boah, Leute, was ein Haufen Loot. Wooden Bow. Sogar dabei. Hab ich alles mit. Und die Waffenqualität spielt offensichtlich eine Rolle, habe ich gehört. Ey, das hat sich doch gelohnt, oder? Das hat sich gelohnt, dass wir die ausgeräumt haben. Dann gehen wir jetzt nach Hause. Kann ich das Zelt irgendwie abbauen oder so? Nee, ne? You can click on different icons to interact with it. Nö. Ich guck mal, meine 4 von 10 Kriegern haben wir noch. Es ist alles gut, Leute. In diesem Spielstand haben wir jetzt die alle weggemacht, haben gelootet, haben uns einmal gerecht, haben mehr Skillpunkte wie jemals zuvor, plus unsere Leute leben noch, ne? Jetzt gehen wir mal kurz zurück. Nö, ich hab den ja ausgeräumt, ne? Wir können heimlaufen. Kannst ganz gemütlich heimlaufen. Ah, wir sind überladen, guck mal. Wir sind überladen, Leute.
Aber ich will auch nichts rausschmeißen. Wie viel überladen bin ich denn? 5 Kilo. Ich könnte einen Bogen rausschmeißen oder Regular, Regular, Regular. Low Quality. 30 Pfeile. Ist irgendwas, was rauskommt? Was ist denn das hier eigentlich? Shell. Das wiegt sehr viel hier, das Wolfspelz, aber ich will jetzt nichts ausgeben. Komm, weißt du was? Wir laufen gemütlich heim. Ist halt jetzt eine längere Geschichte hier, ne? 3,5 Kilometer mit der Geschwindigkeit, Leute. Ja, gut, dann fahren wir unterwegs noch ein bisschen Zeugs ran. Wobei ich eigentlich zu schwer habe. Soll ich den Bogen hier lassen? Ich will den nicht mehr hier lassen. Ich will meinen Indianer ja ausrüsten, ne? Weißt du, was wir machen? Ich mache einen ganz kleinen Schnitt, bis ich näher am Camp bin, dass es nicht so langwierig ist, dass wir in die Folge noch ein bisschen was reinbekommen. Willkommen zurück, Leute. Sind gleich zu Hause. 100 Meter noch. Da vorne sehe ich schon unsere Zelte, die Pferde. Wir haben das jetzt halt. Ich muss das jetzt mitnehmen, alles. Ne? Ich will nichts verkommen lassen. Wir können jetzt alles in unser Camp einräumen, erstmal. Dann sind wir wieder leichter. Und dann gucke ich mal, ob unser Farm-Johnny, ob das alles geklappt hat. Oder ob der schon wieder unterwegs ist. Und dann schauen wir auch mal, ob es vielleicht tatsächlich eine Mission gibt, die wir in der Nähe erledigen können. Weil für manche gibt es 1000 Skillpunkte. Und dann könnten wir uns die ersten Skills holen. Dann werden wir natürlich auch noch entsprechend stärker. Und ich glaube, dass du dann auch in einen gewissen Flow reinkommst. Was ich noch nicht ganz weiß, ist, wie das mit der Munition alles funktioniert. Ich will ja auch Bogen-Upgrade noch kaufen. Kostet halt alles diese Skillpunkte, ne? So, Häuptling Nebles ist zurück im Camp. Da hocken sie. Sie werden berichten von unseren Taten. Die alten Spaten. Sind meine Pfeile, Craft? Da hinten steht an. Das sind alle im Camp aktuell. Das heißt, die gehen jetzt auch nicht mehr los, meine ich. So, Leute. Jetzt räumen wir erstmal alles rüber. Dass wir mal wieder Ordnung haben. Das ist mal das Wichtigste. So. Bogen hau mal rüber. Die Pistolen hau ich rüber. Die Pfeile behalte ich erstmal. Da will ich gucken. Ich mache hier mit Shift, Shift. Was ist denn das hier? No. Ah, da steht, dass ich keine kompatible Waffe habe. Und hier drin? Hier sieht es wohl so aus, als hätten wir. Guck mal, da kommt gerade einer. Was muckst denn? Häuptling, was muckst denn du da? Alter, wenn ich hier am Einräumen bin, das ist unser Bogentyp. Die wirken so aggro, wenn die da so ums Eck kommen, ne? So, pass auf, die putte ich alle hier rein, die Sachen. Wolfspelz, ein Haufen Pflanzen, Flachs, Wut. So. Jetzt gucken wir nochmal auf die Map geschwind. Alle sind sie da. Okay. Wenn ich jetzt wieder einen aussende, frisches Holz holen. Wood. Ja, dann gebe ich ihm wieder einen Bogen mit. Und Pfeile würde ich ihm mitgeben, aber es sieht so aus, als ob ich keine Pfeile mehr hätte. Wooden. Death. Leute, der hat die ganzen Pfeile verballert, ne? Seht ihr das? Alle Wooden Arrow, ne. 39. Ist mal zu wenig. Ich würde von meinem Inventar welche rübergeben wieder. 15 Stück. So tastet man sich langsam ran, ne? Wenn man weiß, man irgendwann auch, was man tut. So, nochmal. Ich bin auf meinem Camp. Und ich möchte gerne, dass einer Holz holen geht von euch. Wut. Und du bekommst von mir einen Bogen. Und du bekommst Pfeile, jede Menge. So, Send. Steht da irgendwas dabei, wie lang der unterwegs ist? Nee, ne? Ein Krieger, eine Waffe, 2 von 4 Items, we can take 11,4. Ich sende ihn einfach mal aus. So, der ist unterwegs, Leute. Unsere Skillpunkte reichen aber noch nicht für irgendwas, oder? Ist alles bei 750 geht's hier los. Nee, aber noch einen Camp wir mal ausräumen, dann haben wir genug. Sehr, sehr schön. Guck mal hier, das sind ja 3000 bringt die hier übrigens, ne? Und was ist die? Leader to join your fight. Show on map. Hier. Ah. Aber das gibt keine Skillpunkte. Aber interessant. Interessant, das sollte man vielleicht mal machen. Increasing the power, ne? Dann sind wir mehr. Das machen wir vielleicht in der nächsten Runde, weil wir jetzt halt ja schon mittendrin sind. Einer ist unterwegs farmen. Pfeile gibt es auf jeden Fall wieder. Ich würde sagen, wir gehen weiter. Unsere Grenzen erkunden. Gönnen wir uns mal wieder das Pferd, oder? Lass mich schauen. Ja, so macht es natürlich Laune. Also.
Ist das jetzt wieder... Ist das reaktiviert worden? Das war nämlich durchgestrichen. Wir gehen nochmal hin. Müssen wir prüfen. Das müssen wir prüfen, oder? Ob die hier gleich das Ding wieder... Dann machen wir es nämlich gleich nochmal platt. Pfeile habe ich jetzt genug. So, mein Freund, du betest zu den Göttern. Das ist gut. Einer muss. Lalali. Lalala. So gefällt mir das jetzt. Wir kommen langsam rein. Merkt das? Da lernt man mit jedem Ding was dazu. Den Leader, den machen wir im nächsten Camp, in der nächsten Runde. Mache ich uns Pfeile und dann reiten wir hier die Gefahr zu sterben im Nacken. Halt, wenn ich sie schon sehe, ich kann sie nicht stehen lassen, Leute. Das machen wir. Vielleicht kriegen wir dadurch eine Power. Vielleicht ist das dann das zweite Camp von uns oder so. Das wäre natürlich geil. Wenn wir zwei Camps hätten, dann müssten wir auch zwischen den Camps, könnten wir unser Land sicher halten, ne? Jetzt habe ich gerade gedacht, hinten linst ein Tier raus. So, liebes Pferd, ich hoffe, dass ich den Bug nicht auslöse, weil ich jetzt auf dir geritten bin. Ich brauche keine 17 Pferde, ne? Oh, da, jetzt sehe ich sie auf einmal. Die ganze Zeit habe ich sie nicht gesehen. Muss absteigen, ich muss mir das Zeug holen. So. Lass mich mal ganz kurz gucken. Ne, jetzt ist es wieder durchgestrichen, jetzt wo ich so nah dran bin. Das passt hier, was der macht. Die anderen machen Pfeile. Von hier. Ich muss im Camp sein, dass ich den Aufträge geben kann. Das könnte ich machen. Nee, könnte ich hier auch. Was ist denn eigentlich das ganze Zeug hier? Da gab es einen Tee, habe ich gehört. Der soll, glaube ich, gut sein. Wooden Arrow, Bug Rush Tee, Wooden. Ich glaube, den kann ich noch nicht, ne? Lass mich mal ganz kurz reingucken, dass ich auch ein bisschen was lerne hier. Craft. Traps and Baits. Healing Potion. Der da, glaube ich, war es. 25 Max hier, nö, der ist nicht so. Wo geht denn der hin? Das ist nämlich, warum ist das denn ständig sterben, ne? Ich mach mal hier die Markierung hin, Leute. Da gehen wir jetzt auch mal gucken, was in dem Landstrich zu finden ist. Sehr, sehr geil. Ja, cool. Das nächste kleine Camp, das wir finden, räumen wir wieder, ne? Ist klar. Was steht da? One Warrior from Other Lands. Join Chicago wächst, Leute. Jetzt haben wir fünf. Hallo, Wildpferde. Es zeigt es aber noch nicht an, ne? Müssen wir mal warten. Aber ich glaube, jetzt haben wir dann fünf Krieger. Dann wäre ich natürlich bereit, einen zweiten zu opfern. Und fünf Pfeile haben sie wieder gemacht. Ja, so langsam läuft es. Wir müssen halt wirklich gediegen vorgehen. Mit viel Ruhe. Nämlich, ich glaube, dass da oben nichts fürs Pferd ist, was du da machst. Das ist nicht gut. Ist schön, dann hätten wir jetzt fünf Krieger. Wir haben in der Nähe einen Auftrag, Verstärkung zu holen. Und es leben noch alle. Oh Gott, ich bin so happy gerade, dass das sich so langsam einläuft. So, jetzt hier hoch. Der andere spielt schon mit 17 Pferden, ne? Ich war noch mal drin, hab noch mal geguckt. Das wird immer mehr. So, ich muss langsam machen hier mit dem Reiten. Wenn er einmal hängt, ist rum. So 370 Meter. Denk halt dran, dass da auch Bären und so auf der Map sind, ne? So, Leute. Ja, so macht's jetzt Laune. Wir kommen langsam Schritt für Schritt voran. Guck mal auf die Map. Das Gefängnis. Dann reiten wir. Dahin. Du brauchst dich nicht anbieten zum Zähmen. Dann macht ihr nur wieder 40 Babys. Ist das cool. Ach Gott, macht das Laune jetzt. Und da ist es tatsächlich auch so, dass ich bei diesem Spiel die Nächte gar nicht wirklich wegschalten will. Weil guck mal, wie schön es eigentlich ist. Ne? Oh, hier ist ein Wasserfall. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Den muss ich angucken. Langsam, den will ich sehen, Pferd. Warte mal eben hier. Und da wieder zurück. Ja, kein allzu großer, aber einer mit Stufen, ne? Da sehe ich auch was. Macht mir mal bitte... Machen wir das Beides dran, also, ne? Könnte auch nur Wasser sein, ne? Okay, ne? Hier, Light up Outpostkämpfer to be able to travel to it. Da haben wir dieses... Haven, ist klar. Wir machen das live, wir leuchten das Feuer jetzt aus. Das machen wir jetzt.
Dann haben wir auf jeden Fall einen Reisepunkt. Dann können wir nämlich auch zügig mal dahin, wenn wir wollen. Ich darf jetzt nur nicht durchs Camp reiten von denen, lass mich mal kurz gucken. Ne, passt. Ich reite direkt dran vorbei. Also das wären jetzt so meine nächsten Ziele, dass wir einen zweiten Farm schicken, der dann nicht gleich stirbt. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir sie schön ausrüsten. Und dann würde ich gerne dieses Camp besuchen, wo wir angeblich einen anderen Indianerhäuptling dazu holen können. Guck rüber. Guck rüber, Alter. Das geht nicht vom Pferd aus. Manchmal. So. Und das wäre natürlich auch noch ein Ziel, dass wir uns hier einmal im Stealth-Mode rüberwagen, sobald wir die ersten Skillpunkte haben. Und dann holen wir unsere Indianerfreunde hier raus. Jetzt muss ich nur gucken, wie kann ich denn das umreiten? Du musst an denen vorbei, glaube ich, ne? Ja, wir probieren mal unser Glück. Wir müssen ja nicht durchreiten, ne? Oh. Zeigt es schon an, dass die mich so sehen, ne? Jetzt zieht er die Map gerade, aber ich glaube mal, dass da unten gerade sich alle mobilisieren. Und hier komme ich nämlich nicht rum. Dann würde ich sagen, dann mache ich hier einen großflächigen Sobview. Da hinten ist auch was, wo leuchtet. Da gucken wir jetzt auch noch vorbei. Vielleicht ist das ein kleines Camp. Das ist unser Land. Müssen wir ja auch wissen, was wir hier machen. Ne, das ist das große Fort. Wie sieht denn das aus? Das ist bestimmt schon eine halbe Stadt, oder? Hey, du fühlst es richtig, wenn der hier rumreitet, ne? Auf einmal auf so ein Ding trifft, allein mit seinem Pferd. Ja. Da ist echt einiges los, glaube ich. Da brauchen wir dann schon einen Stamm, der uns mithilft. Ja, da ist viel los. Da drüben auch. Wir müssen mitten durchreiten jetzt, dass wir auf das Campfire kommen. Dann würde ich sagen, hier. Krass. Der wohnte hier die ganze Zeit und auf einen Schlag ist alles anders. Schon übel. Aber hier haben wir wenigstens die Chance, es richtig zu... Oh, oh. Scheiße, jetzt haben wir es ja aufgeschüttelt. Vielleicht entkomme ich aber. Bin ich zu nah dran gewesen jetzt, ne? Ich hoffe, die kommen nicht mit dem Pferd hinterher oder so. Ich bin ja die ganze Zeit eigentlich nur in unserem kleinen Landstrich unterwegs gewesen. Wenn du überlegst, ne, dass wir die gesamte Map hier haben, Leute. Hier, wieder ein Stamm. Ich glaube, du hast sie abgehängt. Wir haben eine riesen Map. So. Schön, wie der Nebel hier durchzieht. Dieses Campfire erleuchte ich und dann... Achso, wenn ich dann eine Schnellreise mache, habe ich kein Pferd mehr, oder? Ist Pferd weg, aber ich erleuchte es trotzdem. So, das muss jetzt hier irgendwo gleich auftauchen. Das macht so Laune. Das macht so Laune. Das macht so Laune. Ja, dann machen wir jetzt großzügigen Heimweg noch, dass wir noch ein bisschen was sehen von unserer Map, ne? Hier muss es irgendwo sein, Leute. Stopp. Da ist es. Ja, da ist es. Cool. Wir haben zwar immer noch 0,8, ne? Aber das werden wir jetzt auch noch irgendwie schaffen. Unser Indianer lebt auch noch, der Holz holt. Hat auch noch seine ganzen Pfeile. Okay, pass auf. Dann wäre es ja interessant, hier müssen wir ja hin die Tage. Dann wäre es ja interessant, wenn ich nicht kerzengerade heimreite, sondern vielleicht hier hin. Und von da aus gehen wir dann heim. Dann haben wir noch ein bisschen was gesehen. Es wird jetzt auch wahrscheinlich gleich wieder hell, ne? Ich will das Pferd jetzt nicht hier lassen an dem Campfire. Obwohl es da einen Freund gehabt hätte, ne? So, komm, das ist kein Kilometer, das schaffen wir. Geile Geschichte. Naja, wir holen
das ist schon ran, das Spiel. Das wird immer cooler eigentlich. Ist das ein kleiner See hier? Ne, das ist ein Schatten vom Baum. Wow, hier ist ja richtig Flachland. Da ist übrigens auch eine Straße hier, ne? Und am Wegrand von den Straßen, manchmal sind auch Patrouillen auf der Straße. Wo führt denn die Straße eigentlich hin? Die können wir doch nehmen, wenn wir da vorne den Abzweig nehmen, biege ich links ab und gehe mal der Straße entlang. Mal gucken, was die Jungs sich hier so angelegt haben. Warte, ich muss gucken, ob ich am richtigen Pfad bin. Ja, dann ist rechts von uns gleich das Gefängnis. Ist das geil. Wenn am Wegrand halt irgendwas liegt, können wir es looten. Deswegen, weißt so, Alter. Ah ja, so langsam kriegen wir die Mechanik mit. Schon viel probiert. Die Skillpunkte sind das nächste, was mich jetzt jucken. Ich bin aber überlegen. Ich glaube, den Tomahawk würde ich mir gerne als erstes holen. Einfach um zu gucken, wie effektiv das ist. Vielleicht hat er den einfach und schleicht sich an und macht dann von hinten so ein Meuchelding. Das wäre eine geile Geschichte. So, guck ab und zu mal auf die Map, ne? Links sind jetzt Wildschweine. Rechts ist das Gefängnis. Hier ist ein Trader. Habe ich fast markiert. Komm, den gehen wir mal kurz besuchen, den Junge. Expanding its borders. Sopview. Wir müssen uns unbedingt, denn das machen wir morgen, Leute. Mit der nächsten Folge gehen wir mal zu dem anderen Häuptling rüber und gucken mal, ob wir uns auch irgendwie verbünden können. Jetzt will ich kurz beim Trader gucken. Weil ich irgendwie gar nicht gemerkt habe, was der von uns will. Aber wir hatten ja kein Geld, ne? Schau dir das an, die Map wird immer schöner. Jetzt wünsche ich mir gerade, dass Tag wird. Hier. Gas, das ist krass. Das ist einfach nur eine absolut geile Map. Hä? Da stehen sie. Ich habe die nicht gesehen. Und es wird Tag. Wir wurden erhört. Eigentlich handle ich mit denen nicht. Normalerweise gehört er abgeschossen. Haben wir das eigentlich probiert? Hier würden wir halt Muni bekommen, ne? What will you bring for viermal? Cancel anything, animals, plants. When I was 12, I made my first bow. So we made a couple tomorrow. When I was 12, I made my first bow. So we made a couple tomorrow. You know my wife. Die Sonne. Ich lass mal die Händler, ne? Wenn ich die töte, kann ich nie Munition kaufen. Wenn wir wieder welche sehen, probiere ich sie mal wegzuholzen. Dann gucken wir mal, ob wir die looten können. Wir machen noch 2 Minuten. Ich will noch ein bisschen auf der Map unterwegs sein. Hier ist dieses Fort Abstown. Und da kommen dann schon Wölfe. Was sind das hier? Da würde ich jetzt noch gerne hin. Wir gehen mal über dieses Indianerdorf. Die sind ja recht nah dran. Das machen wir jetzt noch, Leute. Machen wir lieber 2 Minuten länger. Abstown Area. Ich reite denen aber jetzt nirgends. Doch, da rechts ist das Vorgleich. Boah, und die haben auch schon Mauern drum gezogen. Und wir haben mit unseren Zelten noch nichts erreicht, Alter. Da müssen wir einen Weg finden. Da werden wir auch demnächst, das machen wir. Nach der Runde, wenn wir unsere Indianer-Häuptlingskumpels da besuchen, machen wir mal so ein etwas größeres. Da nehme ich ganz, ganz viele Pfeile mit. Mit dem kann ich reden, Leute. Alter, komm doch du zu uns. Was willst du denn jetzt? Ah, der hat seine 3 Brüder hier noch. Ich rede mal mit dem. Hallo. Talk. Chief. Will you camp join our fight? We will join as soon as you take all enemies from Bayonu. Chief? Okay, ja, will ich machen. Kann ich es nicht annehmen irgendwie? Ich probiere es noch einmal. Chief? Ah, hier ist doch so ein Ding. Okay, habe ich das jetzt zufällig nee, und wo ist dieses Bayerni? Wo
ist dieses Bayerni, Alterle? Also er würde unserem Kampf beitreten, wenn wir die alle wegholzen, ne? Sehr interessant, ich weiß jetzt allerdings nicht. Bayerni. Doch hier! Hier ist Bünien. Das heißt, das hier müssen wir wahrscheinlich wegmachen, dann würde der unseren Kampf eintreten, Leute. Nehme ich jetzt mal an, ne? Wobei es könnte auch sein, dass das Bayerni hier das Gesamtgebiet ist. Dann müssen wir das wegmachen und das. Ja, und dann hätten wir das Land befreit, richtig? Dann ist unser nächstes Ziel Fort Kearney. Haben wir einen Ablauf? Das würde ich gerne so probieren, Leute. Das machen wir so. Wir gehen Neswanok. Neswanok, fragen da, ob der uns hilft. Und Büyönmü ist das erste, das wir befreien hier parallel. So machen wir das. Alles klärle. Geile Geschichte. Dann gehen wir jetzt nach Hause, beziehungsweise ich lasse jetzt hier stehen und wir machen beim nächsten Mal einfach hier schnittmäßig weiter und reiten direkt von hier rüber, Leute. Bei der nächsten Runde reiten wir direkt hier hoch, ne? Was macht denn eigentlich mein Zelt? 5 von 10 Warriors. Sehr geile Geschichte, Leute. Ich kann es kaum erwarten, nächste Runde, ne? So langsam nimmt's vor, Mann. Ich freue mich auf euch. Bis dann.